Hallo zusammen, hier und heute geht es um kalten Kaffee. Und zwar habe ich hier kalten Kaffee, das ist das In-Getränk momentan. Und zwar habe ich hier einfach einen ganz normalen Standardkühlschrank mit einer Zapfsäule. Da kann ich den kalten Kaffee rauslassen. Ist nicht mein Geschmack, ich habe den lieber wärmer. Aber hier drin besteht hier die Zapfsäule, das ist ein Standardkühlschrank, hier mit dem Schlauch. Hier ist eine Pumpe, die automatisch startet. Hinten haben wir ein Netzgerät eingebaut, weil hinten die Pumpe läuft nur auf 12 Volt. Wir haben hier einen 3 Liter, ist ein leer, und hier ein 5 Liter Bag-in kalter Kaffee. Zeige ich euch. Kalter Kaffee, 5 Liter, kommt aus Kolumbien, wenigstens der Kaffee. Ihr könnt das selber lesen, was hier drin ist. Das ist kalter Kaffee. Also ein Dispenser für kalten Kaffee. Wir haben den Kunden schon Geräte umgebaut auf von 110 Volt USA auf Euronorm. Jetzt haben wir das komplett neu gebaut mit dem kompletten Kühlschrank. Ich verlinke euch hier das Video über den Umbau von diesem Kühlschrank. Da ging es wirklich auch ums Gleiche, kalter Kaffee. Da war noch ein Digitalthermostat drin. Hier haben wir nur noch einen mechanischen Thermostat drin. Aber wenn der einmal eingestellt ist, dann ist das absolut einwandfrei und kein Problem. Ja, das soll es gewesen sein heute vom kalten Kaffee. Sonderbauten, Spezialanfertigung oder einfach Standardkühlschrank und was eingebaut. Ich wünsche euch einen schönen Tag und immer genügend kalten Kaffee.